So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge. Meiter ist doing, doing. Und da wie gesagt, ich glaube, ich bleibe einfach mit bei der Art. Nicht jetzt so unbedingt, weil das die beste Art ist. Wie gesagt, ich kann mich so ein bisschen nicht so ganz entscheiden. Sondern vor allen Dingen einfach, weil ich mich an den Anblick schon gewöhnt habe und alles andere aufgrund dessen alleine schon. Also einfach dieses Biased. Man hat sich halt einfach an den Anblick halt gewöhnt. Ja, doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Ja. Weißt du, manchmal habe ich einfach das Gefühl, die machen es mit Absicht. Weißt du, wenn du Saft trinkst, also hier aus dem Glas trinkst, dann klingt es wie, als wenn du isst. Wenn du hier Steine vom Boden aufsammelst, klingt es wie, als wenn du Papier zerreißt. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das aus Versehen passiert. Das ist doch schon mit Absicht und böswillig. Das ist ja ungefähr so, wie wenn du vom Richter sagst, ja, ich hab mein Messer ja nur aus Versehen in deinen Rücken gestochen. So, ich wusste ja nicht, dass es weh tut oder so. Irgendwas man damit rein. Easy. Da ich könnte auch schon wieder ernten hier. Sieht schon wieder alles so lecker. Oh, wow. Natürlich alles fertig, aber ich wieder so hier wieder so ein paar, die überhaupt nicht gewachsen sind. Ja, wobei doch ein bisschen Deko hier ist gar nicht gewachsen. Verrückt. Einfach nur verrückt. Aber gut, am verrücktesten sind die Dinger hier, wo auch immer noch nicht alle gewachsen sind. Vor allen Dingen hier. Na gut, der eine hier hatte ich vorhin abgeerntet. Aber trotzdem. Mehr als, also ja doch, mehr als die Hälfte noch ungewachsen. Hier knapp die Hälfte. Ungefähr. I don't know. Die ist verrückt. Die ist einfach verrückt. Das ist doch nicht normal. Gut, dann was auch immer ich jetzt hier mit diesen Stachelbeeren mache. Kann man die essen? Na. Kratzt ein bisschen im Mund mit den ganzen Stacheln drumherum, aber hey, was soll's. Noch schöne hier Blaubeerkuchen hinterher. Let's go. So, die Sache ist, ich wäre halt schon ein bisschen dafür, bei dem anderen Haus, ne, bei den Doren, tatsächlich zu gucken, dass wir die halt so ein bisschen abgrenzen. Ich weiß nur nicht genau, mit was für Material. Ob ich da auch wieder hier diese Stone, also diese Steinziegel verwende. Einfach weil wir sie auch hier haben. Oder ob ich nicht zum Beispiel diese blauen, diese Ziegel nutze. Weil das Haus primär mit diesen Ziegeln gebaut ist. Ich glaube, ich bleibe. Ich glaube doch, doch, das ist mit diesen Ziegeln besser, ne? Ich nehme einfach mal so ein paar Ziegel mit und dann gucken wir da mal. Was? Mehr ist noch nicht angekommen? Was ist denn hier los? Und dann machen wir hier einfach.
Ja, schon, das mit dem Rot ist schon sehr extremer Kontrast. Ich meine, hier auf der Seite wäre es kein Problem, weil da ist, ne? Da ist schon rot. Aber hier ist halt nur dieses Stein und das hier, das ist schon ein sehr extremer Kontrast. Nee, ich glaube, ich nehme doch diese Stone Bricks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, Polizei. Sorry. So, und dann kommen hier die anderen, also hier, die anderen beiden Dings hin. Ah, da kommen sie, da kommen sie. Oh mein Gott, sie kommen. Oh mein Gott, da kommen sie alle. Oh mein Gott. Was war's schon? Was? Echt? Echt? Oh ja. Oh. Warum warten die immer, bis wir da sind? Was ist mit denen los? Die haben den ganzen Weg von dem anderen Haus bis hier fast vor die Haustür geschafft. Und dann warten die, bis wir da sind? Oder was ist einfach gerade Zufall? Das wäre schon ein ganz schön großer Zufall gewesen. Wobei, ein bisschen ist noch auf dem Weg, ne? Dieses Mithril zum Beispiel. Müsste noch Mithril auf dem Weg sein. Wir hatten ja auch Mithril losgeschickt gehabt. Wo ist das? Ey, wo bist du? La Mithril. Ist der Bruder von Laminol-Fußboden. Was sind denn eigentlich für ein komisches Ding da? Da, da. So, kann ich gleich hinzoomen. Ah, hier kommt das nächste. Was schwebt da? Da ist auch ein Gebäude. Ich glaube, ich hätte mal doch meinen Schutzradius ein bisschen größer machen sollen. Die verschandeln meine Aussicht. Schweinerei. Home. So, das heißt, die Dinger können wir schon mal, ne, das ist schon mal, nee, mag ich nicht. Da rein. Und dann nehmen wir uns drei. Das ist eine hässliche Anzahl. Warum drei? Vier. Das klingt schon viel, viel, viel besser. So. Ja, doch, das ist viel besser. So, ne, und dann haben wir hier freie Verwendung, da freie Verwendung und die sind speziell, weil, ne? Aus Gründen. Easy. Ich meine, wäre natürlich schon geil gewesen, wenn wir jetzt hier vier gehabt hätten und dann hier vier, dass das Ganze quasi eins hätte nach links verrückt. Aber ich persönlich wäre halt zu Gea eher andersrum gewesen, dass wir das Ding komplett an die Wand geschoben hätten, damit wenn man runterkommt von der Treppe, direkt das direkt so schönen Blick hat. Problem ist halt dadurch, dass halt die Pipe hier unten halt nicht viel weiter nach links kommt, hätten wir hier wieder so ewig rumbauen müssen und da, deswegen so geht's auch, so, ja, keine Ahnung, so kann man auch schon mal Schönes machen. AFK. Oder ist das so ein neuer Ausruf, so AFK? Man kann sogar die Sachen gucken, wie Sachen kommen. Sehr cute. Gut. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Wir haben ja jetzt so unter unseren Kellern Platz. Wir wollten ja hier auch irgendwo einen AKW noch hinbauen für Strom. Jetzt ist natürlich die Sache, meine ursprüngliche Idee war ja, den AKW auch wie bei unserer ersten Hütte einfach unterirdisch zu bauen. Andererseits können wir aber auch einfach irgendwie so ein Meiler hier einfach in die Natur bauen.
Danke. Irgendwo, wo es nicht optisch so sehr stört, also weiß nicht, irgendwie so in so einem. In der Nähe vom Berg, also es, ne, es sollte halt auch nicht zu weit weg sein, weil ich weiß nicht, wie weit, ne, da haben wir wieder Probleme, dass denn das Signal so weit ist und dann wieder nichts funktioniert oder so, I don't know. Da unten zum Beispiel, da wäre doch schon noch Platz. Da könnte man noch locker sowas hinbauen. Da ist doch Wasser für Kühlung. Und wenn das AKW kaputt geht, kannst du das gesamte Wasser verseuchen, also auch sehr umweltbewusst. Doch, das ist eine gute Idee. Ich habe übrigens noch absolut keinen Plan, wie das Haus hier eigentlich einrichtet, so von der Innenarchitektur her. Da bin ich gerade völlig überfordert. Aber halt so richtig. Weil das Gebäude einfach so scheiße groß ist. Ich meine, hier oben, also ne, die beiden großen Abteile, also der Bereich hier und der Bereich hier. Die werde ich wahrscheinlich einfach freilassen, damit das wirklich so als Art, naja, halt als Arbeitsfläche man benutzen kann, wenn man es halt entsprechend braucht. Und ansonsten halt so schön als Aussichtsplattform. Also die Sachen würde ich halt sowieso freilassen. Hier ist halt auch eher so Durchgangsbereich, würde ich jetzt also auch nicht so sehr zubauen. Aber hier müssen wir gucken, was man hier mitmacht, mit der Abstellecke, Kammer, Dingsgedöns. Und ja, hier unten halt die Räume. Da würde ich euch schon sagen, dass man hier, also den Bereich würde ich auch fast freilassen, weil es ja hier quasi so der Bereich ist, wenn du reinkommst. Da könnte man hier hinten zum Beispiel irgendwie so sagen, so mit Wohnstube oder irgendwie sowas. Also hier so der Bereich, den Leute halt betreten, so Gäste und sowas alles. Also mit so schönen Stuhl und Fernseher und so Sitzgarnituren und deine Mutter. Und dann auf der anderen Seite. Ne, dass das denn hier quasi unser Privatbereich ist. Ne? Und schön mit so einer kleinen Schlafecke vielleicht. Wobei ich dann noch überlegen müsste, ob ich hier die Fenster nicht doch ein bisschen verkleinere. Damit man ein bisschen, ne, ein bisschen in Ruhe schlafen kann. Ich meine, gut, andererseits. Wäre natürlich geil, wenn man irgendwie sowas wie so große Vorhängegardinen vormachen kann. Aber sowas gibt es halt leider gar nicht. Ne? Weil im Echten, da würde ich schon auch bei mir im Schlafgemach so eine großen Fenster haben wollen. Und eben, wenn ich halt schlafen gehe, so. Ja, zum einen würde ich halt sogar fast mit offenen Fenstern einfach schlafen. Also hier mit unabgedeckten Fenstern, weil da kannst du halt schon zum Sonnenuntergang zugucken, während du einschläfst. Und dann wirst du morgen vom Sonnenaufgang geweckt. Und hoch, ist alles himmlisch. Und ich glaube, ich werde Dichter und Denker. Aber auf der anderen Seite. Oh, guck mal. Aber auf der anderen Seite hast du halt das Problem. Dann guckt dir halt jeder zu beim Schlafen. Ja. Ich meine, wenn man eine Frau ist, ist das kein Problem so. Aber als Mann hätte ich schon gerne meine Privatsphäre. Oh, die Twitter-Kommentare. So, ja, genau. By the way, schon der Sonnenuntergang. Ja, es ist einfach schon, es ist optisch schon sehr schön. Ich meine, guckt euch das an. Ist das nicht the dream itself? Also, ich meine, Digga, scheiß was auf den amerikanischen Traum so. Alter, ich lebe halt meinen Traum so. Digga, was geht hier ab? Ach, schon geil. Gut, auf der anderen Seite fällt mir gerade ein, man kann ja hier nur den Sonnenuntergang sehen. Der Sonnenaufgang ist ja auf der Seite. Bö. Ja gut. Ist ja gar nicht beides auf der gleichen Seite. Ich schon wieder. Und da mit Sonnenaufgang, naja, da hast du hier diese Berggarnitur. Oh, ja. Ach, dahinter ist über diese scheiß Lichtquellen. Nee, Leute, da muss ich mal. Also das geht ja gar nicht. Da muss ich mal nachgucken, was da abgeht. Ach komm.
Ich hoffe, es ist die richtige Richtung. Ich habe keine Ahnung. Offen gesagt. Ist das richtig? Ach ja, doch, genau, jetzt ist ja schon. Das ist ja das. Digga, was ist das hier? Ja gut, hier die Gebäude, ne, das wird zumindest ein bisschen mit Liebe gemacht aus, da könnte man drüber reden. Aber das Ding hier, what the fuck? Ich meine, was ist das hier? Ja, das Ding hier ist recht. So, was ist das? Bleh. Warum sind die pigmentiert? Was ist mit euch los? Ich glaube, ihr habt zu viel Müsli gegessen. Da sieht der selber schon aus wie welches. Ich glaube, ich werde einfach hier auf der Ebene eine ganz große Mauer langziehen, die einfach das gesamte, ne, das gesamte, einfach dieses Teil der Welt von meinem abtrennt. Dann werde ich so von der Seite so ein Bild gegen klatschen. So dass es aussieht, wie als wenn er da hinter der Wald einfach weitergeht. So. Easy. Einfach so Trump-Style, Digga. Ja. Das ist ja optisch wirklich nicht so der Hingucker. Und von wem ist das hier? Fahrkarte. Die Fahrkarten bitte. Ich glaube, ich brenne einfach den ganzen Server nieder. Ah ja, gut. Was willst du machen? Dann ist das so, wie es ist. Was? Jetzt ist es doch weg. Sehr gut. Hat also geholfen. Die Mauer war perfekt. Ich meine, ich kann auch ein bisschen mit meiner Sichtweite runtergehen. Wenn es zu hässlich wird. Zumindest weiß ich jetzt, wo ich. Oh, ich bin noch immer im Modus. Wenigstens weiß ich jetzt, wo ich das AKW hinbaue. Und zwar genau den vor die Füße. Einfach so voll provokant. Dann baue ich da noch so eine 300 Jahre alte Dampfmaschine hin und mit dem Auspuff direkt in deren Wohnung. So. Ich meine, hier wäre eigentlich schon eine schöne Ecke für Schlafplatz, aber ich komme halt direkt mit der Treppe runter. Ist also eher auch sowas wie so Durchgangsbereich. Ich weiß nicht, ob ich hier den direktes Bett haben möchte. Auf jeden Fall können wir erstmal gucken, hier wie in der Sitzgarnitur hier unten. Dass wir hier so schön so eine Art großen Tisch reinklatschen. So 3x3 oder sowas. So eine Dreiersofa gibt's ja, ne? So eine dreierbreiten Dinger. Die gibt's ja. Nächste Folge. Oh, da geworden. Das ging ja schnell. Wow. Müssen wir mal gucken. Bei der Home Decor Mod. Gut, das war schon mal. Hier gab es ja auch so Couch, Garnituren, so eine Mehr-Dinger. Genau. Drei Dinger. Drei Dingen breit müssen die Dinger sein. Was laber ich? Dann müssen wir nur noch gucken wegen Tisch. Bei Tisch würde ich fast sagen, wir basteln den selber.
Indem wir sowas und sowas benutzen. Natürlich haben die Dinger kein Rezept. Das wusste ich. Warum haben die kein Rezept? Was ist mit dieser Home-Decor-Mod los? Was stimmt mit denen nicht? Hammer Nackholm. Ist aber auch völlig egal. Wichtig sind diese Dinger hier. Da können wir letztendlich einfach hier irgendein Holz nehmen und das dann auf 16. Platte zuschneiden. Das hier brauchen wir aber. Bekommen wir 3 Stück. Die Frage ist, wie machen wir die Tischbeine genau? Wenn ich den Tisch 3x3 mache, naja, in die Mitte 1, dann würde das ganze Ding ein bisschen sehr wackelig. Also man sollte schon gucken, dass man da dann irgendwie so ein bisschen an die Ecken macht, aber nur an den 4 Ecken, sieht halt auch komisch aus. Egal wie man es macht, würde immer komisch aussehen, ne? Ne, ich glaube, ich mache doch eigene Stützen. Dann mache ich einfach für so eine komischen Pfeile oder irgendwie sowas. Ich brauche mal ein bisschen Holz. Achso, Holz hier oben. Die Frage ist, was ist ein schönes Holz, was vor allen Dingen auch zu unserem Fußboden passt. Der Fußboden ist ja so ein Kirsch-Dings-da-Bums dann, ne? Könnte er von der Farbe vielleicht sogar das hier ein bisschen passen? Das ist natürlich schon gleich sehr dunkel. Warte mal kurz. Wood. Das ist wiederum sehr hell. Ich könnte natürlich auch den Tisch mit einem Muster machen. Wäre eine Idee. Wobei, nee, diese Musterdinger, die kann man ja nicht zuschneiden, ne? Die kann man ja eben, diese Blöcke kann man nicht zuschneiden. Oder? Ich glaube, wir konnten die nicht zuschneiden, ne? Ja, genau. Geht nicht. Dann ist die Idee also auch direkt wieder verworfen. Sehr gut. Das Problem, irgendwas farbig zu diesem Kirschrot, ist natürlich schon schwierig. Andererseits, wir können ja auch einfach... Warte. Wir können auch das ganz normale Holz einfärben. Kann man denn das eingefärbte Holz zuschneiden? Haben wir hier noch normales Holz? Mal ein bisschen Holz. Ach, guck mal, hä? Wir haben welche. Aber wie haben wir die denn gemacht, wenn es dazu gar kein Rezept gibt? Large Square Wood Tabletop. Hä? Aber da gibt es doch gar kein Rezept zu. Achso, das sind die Dinger. Large Square Wood? Genau, wir haben die Small Dinger, ne? Nee, das ist hier Large. Aber wie sagen wir die Large, wenn es ja gar kein Rezept gibt? Haben wir die uns damals per GIF gegeben oder was? Das GIF ist doch gar nicht. Was? Holz. Egal, ich mache einfach mal Holz. Gib mir mal Holz hier. Holz. Ich schon mein Holz. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich das überhaupt? Ich glaube, so geht sowieso. Wenn ich jetzt dich nehme und ich sage, gib mir mal 16. Platten, also einmal recht voll aus.
So, geh mal her. Genau. Es geht halt wirklich. Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Cool. Das heißt, wir können damit arbeiten. Dann können wir also letztendlich jede beliebige Farbe nehmen, die zu dem Kirschrot passt. Wie gesagt, wir können natürlich kein Muster machen, weil das ganze Ding wird eingefärbt. Das heißt, der gesamte Tisch hat dann eine Farbe so. Aber wir können zumindest überlegen, ob wir da nicht eine Farbe uns raussuchen könnten. Also ich will es nicht direkt Kirschrot nehmen, weil Kirschrot auf dem als Kirschroter Tisch auf dem kirschroten gemusterten Fußboden ist halt auch so ein bisschen armselig. Wie geht das? Ach so. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Farbe wir genau haben. Mittelrot, Mittelblau, Mittel deiner Mutter. Was haben wir denn genommen? Ich muss auch kurz im anderen Haus gehen. Dann mal gucken. Ach genau. Das sind ja hier bloß die Grundfarben, glaube. Und die hat zwar noch ein bisschen gemischt. Aber wie gesagt, ich weiß echt nicht mehr, welche Farbe es ist. Kann man das irgendwie sehen? Ah, 2015. Ich weiß natürlich nicht, wie das hier sortiert ist. Wenn ich nur wüsste, welche Farbe wir hatten. Aber wie gesagt, ist ja egal. Ich will ja nicht die gleiche Farbe nutzen, sondern ich will ja nur eine Farbe nutzen, die ein bisschen dazu passt. Ja, da können wir hier zum Beispiel diese Rottöne hier benutzen. Die sehen sehr gut aus. Ich glaube, wir hatten nicht dieses Crimson, ne? Zu wissen, kommt mir der Name ein bisschen bekannt vor. Dass man es hier aber nicht sieht, welche Farbe das ist. Sehr deprimierend. Sehr deprimierend. Ja. Okay. Gut, das heißt, wir nehmen hier diese Platten als Tisch selber und dann nehmen wir da drunter. Ich würde sogar fast sagen, wir machen den Tisch ein bisschen größer. Na schön. So, und als Stelzen würde ich dann nämlich gerne einfach, was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Das sieht doch beides sehr ähnlich aus. Beziehungsweise, wir können auch als Tischbeine diese Zäune benutzen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Na ja gut, wobei, bei den Zäunen ist wieder die Frage, ob wir die einfärben können. Bestimmt nicht. Also, da gehe ich mal ganz fest davon aus, dass wir die nicht einfärben können. Kann man alles aus normalem Holz einfärben? Leute, ich glaube, ich habe gerade einen Film. Ah, nee, nee. Nee, okay, doch nicht. Aber man kann Zäune einfärben. Nice. Cool. Kann man Türen einfärben? Oh. Schade. Also man kann doch nicht. So viel. Ja. Zum Glück habe ich das mit den Zäunen einfach mal probiert, ne? Sonst wären wir da nie hintergekommen. Wieder haben wir hier nochmal Zäune. Ach so, sind verschiedene. Ach so, ja, die sind diese Kreaturdinger. The Creature. So. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal eine Farbe raussuchen. Farbe, würde ich sagen. So, brauche ich wieder meine Liste.
hat er irgendwo, ich hatte doch eine Liste gehabt oder mir gedownloadet, wo drinne steht, welche Farbe wie gemischt werden kann. Oder nicht? Ich war mir eigentlich sicher gewesen zu sein, dass ich so eine Übersichtsliste hatte. Ah ja, muss ich doch die Webseite aufrufen. So, dann einmal so. Und dann einmal so. Und dann schauen wir mal. Oh, ich will wieder Nachrichten hier. Wie machen wir es am dümmsten? Nee, ich glaube Unified Dice. Genau, da haben wir es drin. Da haben wir es doch schon. Und hier war doch auch diese Liste. Nee, oh, nicht. Ach nee, das war im Forumsbeitrag dazu. Unified da. Leg mich doch. Ist doch kacke. Sag mal, wo ist denn das hier? Muss irgendwo sein? Ah, das ist doch. Ganz unten. War klar. Wo auch sonst. So, genau. Hier haben wir das. Hier haben wir diese Liste. So. Da hatten wir doch auch irgendwo... Ach doch hier. So. Das war so überwältigend, wenn du das siehst. Na gut, ich würde mal sagen, das sehen wir uns bei nächster Folge zu Gemüte. Bis dann.